meine Damen und Herren. Einen schönen guten Abend aus Luxemburg. Der 29. Grand Prix kommt heute aus einer Stadt, die leider etwas verregnet ist. Sie wissen, die Vertreterin des Großherzogtums, Corinne Hermes, hat im vergangenen Jahr diesen Wettbewerb für Luxemburg gewonnen. Es ist üblich, dass das Gewinnerland den nächsten Wettbewerb ausrichtet. Unsere Sendung aus dem Stadttheater will etwa 500 Millionen Zuseher und 200 Millionen Radiohörer erreichen. Wer diese Sendung kennt, weiß am Anfang wie immer bunte Postkarten, Schönheiten der Gastgeber. Luxemburg, wie es leibt und lebt, die Luxemburger Erfahrung Grand Prix zu machen. 61, 65, 72. 1973 und 1983 haben sie ihn gewonnen. Immer wieder taucht da dieses RTL auf, Radio Luxemburg via Radiowellen, ein Begriff inzwischen in ganz Europa. Mit diesem Ballon will man wahrscheinlich nicht ins All, aber via Satellit will man demnächst viele Länder erreichen. 1.750.000 Mark hat wohl die Vorbereitung verschlungen und der Aufwand für Licht und Bühne macht 500.000 Mark aus. Es gibt in diesem Jahr keine Präsentation der einzelnen Länder, sondern kleine Filme. Kleine Filme von Rene Steichen, witzige und bissige Anmerkungen, die Ihnen vielleicht viel Spaß machen. Quelle atmosphère de fête ici. Y a-t-il quelque chose d'extra ce soir? Let me tell you, this is one of the greatest moments of all my young life, but it's also the hardest. Herzklopfen nennt man sowas, kann man das hören? Hallo sind ich, hi. Guten Abend, alle gut zusammen. Willkommen, hi, an der Stadt, am neuen Theater zu Luxemburg. Luxemburgo, vi invita al Grand Prix. Grand Prix d'Eurovision, da fängt es an, de la chanson 1984. Denn Luxemburg hat ja im letzten Jahr in der Bundesrepublik Deutschland gewonnen mit dem Lied von Corinne Hermes, Si la vie est cadeau. 1984, but Orwell was wrong. There's not one watching you. There are 500 million people watching us here tonight in the new theater in Luxembourg, ici ce soir, heute Abend. That means, yes, we have to do something. Can you see this little noise indicator here? If it turns red. Quand c'est sur le rouge, ça veut dire que vos applaudissements sont assez bien. Moyenne. Il y a quelqu'un ici en bas qui me sourit, mais... il n'y a pas longtemps, il n'avait pas de raison à me sourire. Ladies and gentlemen, Monsieur Pierre Cao. Natürlich in Straßen, jetzt ist der Dirigent dran. Pierre Cao hat schwer gearbeitet in dieser Woche, hat die ganzen Lieder einstudieren müssen. Oft mit Anfängern, nicht ganz einfach. Il n'y a pas longtemps, Monsieur Pierre Cao était encore mon professeur de musique à l'école. Mais Monsieur Cao, ce soir c'est moi qui vous souhaite de bonnes notes. Monsieur Pierre Cao. But now we're gonna start right up at the top of the European map and our scoreboard. Sweden, la Suède, Sweden. And there you can see all the 19 participating countries. Schweden über Luxemburg, Frankreich, aber ich will Ihnen nicht die Länder alle verraten. In Portugal werden wir sie beenden. 19 Länder nehmen teil. Hello, good evening, bonsoir, guten Abend, schönen guten Abend to all our commentators. On the balcony. Jetzt sind wir dran, hier oben, ganz oben im Rang des Theaters, ich glaube 34 Stationen berichten. And tonight you're so to say European ambassadors, europäische Botschafter. So please think about that, okay? Alors, vive l'Europe, but I'm sure this European summit will work excellently
because l'Eurovision est une institution européenne qui fonctionne parfaitement depuis maintenant 30 ans. Alors, happy birthday, Eurovision, and now we'll start. Oh, I almost forgot to tell you, 30 is also the number of countries watching us here tonight, even the Soviet Union. So, die gute SSR ist auch dabei. Außer den Ländern der Eurovision, aber auch Bulgarien, die Tschechoslowakei, Polen, Rumänien, Australien, live Israel, Jordanien und Island. From Sweden to Portugal, and I'm sure all of you, you in here and you out there, will enjoy it. So, bon voyage, gute Reise. Eine Reise über Schweden, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Norwegen, England, Zypern, Belgien, Irland, Dänemark, Holland, Jugoslawien, Österreich, Bundesrepublik, Türkei, Finnland, Schweiz, Italien nach Portugal. In Schweden geht's los, 24 Mal dabei, einmal gewonnen, aber da richtig mit. Aber Herreys heißt die Gruppe, ein Trio, das eröffnet mit der Geschichte, junger Mann trifft seine Traumfrau und die ganze Welt erstrahlt im goldenen Glanz. Ein kleiner Schlager, der als Ouvertüre am Anfang unseres Wettbewerbs heute steht. Schweden, Startplatz Nummer 1. Dunder, magiska under. Plötsligt en dag har det hänt. Åh, vilken tur. Du är en lyckofigur. En dag i staden. Du gick där och tänkte på esplanaden. Såg du något som blänkte? Det kändes som jag hade vingar. Åh, vilken underbar dröm. Take a look. Titta på mig, där jag går i mina juleskor. Jag dansar en samba och det. Och hela världen den log. Piccolo, piccolo, himlen öppnade sig. Det knappar sina ögon tog. Och jag börjar gröna och svöja svarva i mina miljoner. Gyllene dag och för dig och lyckan är gjord. Säg mer, min tro på ditt ord. Tänk dig ett hinder, det flyger du över. Vinga på skorna, det är allt vad du behöver. Och jag kan bli vad jag önskar i min förtrollade värld. Take a look, take a lay, alla tittar på mig. Herreys grüßen diese drei jungen Musikanten. Sie haben zu Hause 5 Langspielplatten gemacht und die Riesenzahl von 200.000 Exemplaren verkauft.
Tja, die Reise führt von Schweden nach Luxemburg. 100% Liebe heißt das Lied, das wir hören. Die Geschichte von ihr, sie ist ja so verliebt, schrecklich verliebt. Sie schmachtet am Telefon und sie träumt am helllichten Tag. So kommt es zu einer Textaussage, die etwa so heißt: Gib mir 100% deiner Liebe, ich möchte sie mit dem Himmel und allen Leuten teilen, und zwar jeden Tag. Ein Textinhalt, den wir in vielen Liedern auch 1984 finden. Sophie Karl heißt ein singendes Mannequin, ihr ursprünglicher Beruf, und jetzt will sie mit einer Riesenband von RTL Luxemburg kämpfen. Kommt aus dem Stadttheater in Luxemburg, ein kleines Theater mit vielen technischen Einrichtungen. Leider können die Luxemburger nicht kommen, das sind vor allem Delegationen, die hier sind. Das Los entscheidet die Reihenfolge, und so kommen zwei französische Lieder aufeinander nach Luxemburg, Frankreich. Annick Thomaso ist die Interpretin. So viele Verliebte wie Sterne am Himmel, singt sie. Sie meint, es gibt zwar sehr viele Liebespaare, aber sie meint, sie sei die glücklichste von allen. Mit diesem Kleid muss man es glauben, oder?
passe, elle tourne la tête. Il paraît qu'il y a de l'orage dans l'air. Le monde est-il meilleur ou pire? Je ne sais pas ce que je peux dire, mais chez moi, j'entends des éclats de rire. Länder, die wir eben hörten, Luxemburg und jetzt gerade Frankreich mit Annick Tomaso, haben jeweils fünfmal den Grand Prix gewonnen. Sie sind die Favoriten. Nun, es geht nach Spanien. Lady, Lady nennt sich das Lied und wir hören eine Gruppe namens Bravo. Gebildet für den heutigen Abend, denn man stellt gerne für den Song Contest Gruppen zusammen und wenn sie nicht erfolgreich sind, waren sie Kinder eines Tages und wenn es erfolgreich wird, denken sie an Appa, dann geht das schon eine ganze Weile. Der Inhalt des Liedes, Mädchen wandert durch die Straßen, sie lebt in einer Traumwelt, denn sie verlor ihre Jugend bereits vor 1000 Jahren. Und brauchen Sie keine Angst haben, wir sind keine Enkelkinder von Methusalem. Lady, lady.
señor. Su vida transcurrió. Su vida transcurrió. En nubes de algodón. En sueños de papel. En sueños de papel. En busca de su amor. Lady, lady, lady. Se pinta los ojos de azul. Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud. Buchhaltung zu Hause. Spanien war, dann sagen wir, Startplatz Nummer 4. Lady, als Sonnenuntergang, wenn die Sonne sinkt, geht sie spazieren auf der Hauptstraße. Sie ist wunderschön, sie trägt einen Strohhut und ein gestärktes Kleid und Jasmin liegt in der Luft. Sprung vom Süden in den Norden. Norwegen steht nun bei uns auf dem Programm. Da gibt es zwei junge Sängerinnen, Benedikte Adrian und Ingrid Björnoff. Sie nennen sich Dolly de la Lux und sie singen von einem Morgen, an dem man glauben soll. Ein Lied mit ein bisschen Hoffnung, aber auch ein Schlager. Die beiden können ja nicht viel mehr, wie sie jetzt vorführen dürfen. Sie haben in einer kleinen Presseveranstaltung gezeigt, dass sie Klassik gelernt haben, Klavier spielen können und dass sie Volkslieder singen. Doch beim Grand Prix muss es so ein bisschen zum Ganzen passen. Du und du.
Das waren sie, die beiden Benedikte und Ingrid aus Norwegen. Und Dolly Deluxe nennen sie sich für den Auftritt mit Schlagerliedern. Die Reise geht in ein Land, das in Sachen Grand Prix auch ein Stück Kapitel geschrieben hat. 27 Mal dabei, 67, 69, 76 und 81. Die Gruppe nennt sich Bell and the Devotions und sie verehren sichtlich eine Gruppe, das werden Sie gleich ein bisschen hören. Und sie singen, du hast nur mit mir gespielt, warum hast du mein Herz gebrochen? Die drei Sängerinnen sind im Gegensatz zu vielen der Darbietungen sehr poppig aufgemacht. Und sie sind wie immer musikalisch so orientiert wie englische Beiträge bei diesem Wettbewerb. Das ist gefällig, das kommt an. Auch diese Gruppe ist speziell zusammengestellt für heute Abend. Hier im Stadtteil in Luxemburg gibt es auch einige Buhrufe, wie Sie vielleicht trotz erschwerter akustischer Verhältnisse erkennen. Hat Sie das auch ein bisschen an die Sabrines erinnert? Ich weiß nicht, ich habe das irgendwo schon. Nun, Startplatz Nummer 7, ein ganz kleines Land, nicht ganz groß in Sachen Popmusik. Man muss fast auf der Landkarte suchen, wenn man es finden will. Ich verrate Ihnen, wir wollen Sie nun zu einem Beitrag aus Zypern entführen. Anna Maria Elena ist das Lied, das uns Andy Paul singt. Ein Lied auf diese wunderschöne Frau, so stellt sich das dar. Wirklich eine wahre, sagen wir ruhig Schnulze, Sommernachtmusik erklingt. Und was es sonst gibt, Andy Paul über sich selbst. Ich habe der Musikwelt etwas zu bieten.
το μας το τραγουδό πάντα πειραχτώ σε κόστο λέμω πάντα την καρδιά μου τη ζεσταίνεις απ' την παγωνιά και μου διώχνεις το χειμώνα και την μοναξιά. Λένα, μια αγάπη μας κρατεί. Ω, Άννα θα είναι ένα το όνειρό μας στη ζωή. Άννα, Μαρία Λένα, η χαρά στη ζωή να κρυβεί. Άννα, με γλυκό σκοπό θα στο πω. Άννα, τώρα βρήκα την αλήθεια, δρόμο ανοιχτό. Πια στο χέρι που σου δίνω, θα φτάσουμε κι οι δυο. Άννα Μαρία Λένα, μια αγάπη μας κρατεί. Aus Zypern war das, Nummer 8, ein Land, das immer dabei war beim Grand Prix Belgien, 29 Mal niemals man gewonnen, aber das ist ja gar nicht so wichtig. Ja, der Interpret heißt Jacques Segers, er singt, geh vorwärts im Leben, sei wie ein Vogel ohne Käfig, aber hüte dich vor der Katze, manchmal hält der Zug des Lebens an. Sie werden gleich merken, es gibt einen ganzen Zyklus. In diesem Jahr von Verkehrsliedern, Züge und Flugzeuge kommen öfters vor. Jacques Segers hat 1973 den Beruf des Musikers an den Nagel gehängt und er ist Anzeigenchef einer Zeitschrift geworden und er glaubt, sein Lied bringt ihn ein Comeback in der Musikszene in Belgien, vielleicht aber auch in Frankreich und in Holland. Avanti la vie traverse la mémoire des hommes du cœur et des poings. Avanti, peut-être referas-tu Rome. Avanti, avanti la vie, sois un oiseau sans barreaux au vent. Des ailes et du bec avanti, mais vole plus haut que les chats. Le train des jours roule dans ta tête, tente des tours, souvent te gueule. Avanti, avanti, n'écoute pas toutes les lois. J'en crèverai avanti, toutes les libertés grandes en toi. Il fallait n'y rouler.
s'arrête. Profites-en, change de tête. Und der Beitrag Nummer 8. Manchmal hält der Zug des Lebens. Dieses Lied von Jacques Segers. Nun gehen wir in die Luft. Und zwar Gedanken einer jungen Frau, die am Flughafen auf die Rückkehr ihres Mannes wartet, der zu lange verreist war. Er kommt mit dem Überseeflug an und sie wartet und wartet. Flugsteig 3. Linda Martin ist die Interpretin. Sie kommt aus Dublin, aus Irland. Und Johnny Logan, der 1980 den Grand Prix gewonnen hat, hat dieses Lied geschrieben. Und
Linda Martin. Wir reisen ein bisschen östlich und wir kommen zur Halbzeit nach Dänemark. Hot Eyes heißt das Duo, das unterhält. Das ist es, heißt das Lied. Und das ist die alte Geschichte. Nun, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Sie geht von einem zum anderen. Und wenn Sie gut zuhören in den nächsten 3 Minuten, dann werden Sie sagen, manchmal ist das sogar auch bei Melodien der Fall. Dänemark mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern hat 17 Mal beim Grand Prix mitgemacht und 1963 einmal gewonnen. Hauptakteure der Gruppe Hot Eyes waren Kirsten Siegert und Sören Lundgaard. Glockenspiel oder Drehorgeln, das ist Holland. Ein Lied, Ich brauche dich, ein ganz konventionelles Liebeslied, das uns Maribel singt. Holland und der Grand Prix, 57, 59 und 69, auch 75. Hat man gewonnen, war Erster. 29 Mal war Holland dabei. Mirabel nebenbei kommt aus einer Chorgruppe, mit einem Duo gearbeitet und relativ viel Live-Erfahrung, denn das wird in Holland viel gemacht. Öffentlich aufgetreten bei Veranstaltungen, man hat zu tun als Interpret. Oh.
alleen van jou. Ik kan niet leven in een wereld zonder jou. Waar ik ook ben, constant. Ik kan je zomaar niet vergeten. Neem mij weer in je armen, laat mij je hart verwarmen. Ik wil je alles geven, ga zoveel van jou. Je hoort bij mij. Zijn die woorden die je eens tegen me zei. Ben zo alleen, waar moet ik heen? Waar is die tijd van toen gebleven? Sie hören es, Holland hat viel Beifall mit diesem Lied. Bei den Proben ist Maribel auch gewachsen. Wir hatten den Eindruck, sie hat das immer besser gesungen. Sie hat sich richtig in ihr Lied reingesteigert. Nun, diese Musik, wo könnte sie herkommen? Schweiz, Österreich, sie liegen völlig falsch. Jugoslawien, denn dort ist ja nicht nur Meer und Sonne, sondern auch Schnee im Winter. Und die beiden Interpreten, die zu uns kommen, sind Ida und Vlado. Ida war schon einige Male beim Grand Prix dabei, auch in München 1983. Und Vlado ist ein Sänger mit einer sehr eigenwilligen Stimme. Glauben Sie nicht, dass es im Großherzogtum Luxemburg keine Hals- und Nasenärzte gäbe? Nein, Vlado und seine Stimme, meint er, sind sein Betriebskapital. Ciao amore, ciao lumami,
Jugoslawien und Ida und Vlado. Das zweite Lied, das mit der Eisenbahn etwas zu tun hatte. Ein Lied vom Abschiednehmen auf dem Bahnsteig. Schnee ist gefallen, ein Zug war abgefahren und Tränen gab es. Ein Walzer, wo kann er herkommen? Nur aus Wien. Österreich hat den Platz 13 ergattert. Die Lieder, die Reihenfolge wird ausgelost. Und die junge Sängerin kommt aus der Steiermark, ist 1960 geboren, nennt sich Anita. Die Geschichte, die sie uns singt, nun, ein Mädchen will aus dem Alltag ausbrechen. Bis gleich beim Grand Prix 66 mit Udo Jürgens, einmal Erster gewesen. See you.
Beitrag aus Österreich, Anita, und der Text war von einem richtigen Dichter. Walter Müller hat ihn geschrieben. Er bekam 1979 den Ingeborg-Bachmann-Förderpreis und 1981 den großen Förderpreis der Stadt Salzburg. Österreich Nummer 13. Hier nun kommt die Stelle, wo Sie die Daumen halten müssen. Michael Reinecke hat die Musik geschrieben, Michael Kunze den Text, und es geht um Aufrechtgehen, den Beitrag der Bundesrepublik. Mary Rose hat beste Erfahrung mit dem Grand Prix. 1972 mit Nur die Liebe lässt uns leben hatte sie hier schon ordentlichen Erfolg, nämlich einen dritten Platz. Mary, nun, wir müssen ihr die Daumen halten, wenn sie jetzt für 3 Minuten die Bundesrepublik Deutschland vertritt, und wir hoffen, dass sie auch Ihnen gut gefällt. Also dann adieu, ich mach dir keine Szene, dreh dich um und geh, dein Mitleid brauch ich nicht. Vielleicht bin ich verzweifelt, vielleicht geht es mir schlecht, doch du wirst sehen, jetzt werde ich es drehen. Schon bald sein, ist es ganz umsonst, ich warte nicht auf dich. Und wenn wir uns begegnen, schau ich kaum hin zu dir. Und wenn ich schwach werd, sag ich streng zu mir. Beitrag der Bundesrepublik, Mary Rose und Aufrecht gehen. Aus knapp 1000 Liedern wurde in München vor etwas über 4 Wochen dieses Lied ausgewählt. Auf einem fliegenden Teppich werden nun 1001 Überraschungen bei uns sichtbar, nämlich Beitrag der Türkei. 7-mal hat man im Laufe der 29 Jahre mitgemacht. Und das ist ja nicht immer sehr hübsch, was die Türken bringen. Halay heißt das Lied in diesem Jahr. Das ist der Name eines anatolischen Volkstanzes, ein Lobgesang auf diesen Tanz. Alle zittern, meinen Sie, Freunde, wenn es um den Halay geht. Die Gruppe Vessel Onje on Yilsonra arbeitet seit vielen Jahren zusammen, und sie waren sehr froh, dass sie einmal aus der Türkei auf ein internationales Podium kommen, denn im Bereich der Popmusik gibt es eigentlich wenig Chancen in Mitteleuropa auf
yüreğin saçta gelince coşkuluyuz sen gibi, esen yel gibi. Bakmayız ya bana el gibi. Elvan elvan açsın dostlar dağda çiçekler, bizim elde çoktur güzeller. Sevdalı türkülerle verip el ele seslenelim yedi düvele. Sevdalı türkülerle verip el ele seslenelim yedi düvele. El ele çalsın oynansın halay. Sevgiyle çalsın oynansın halay. Herkes bu meydanda canım bir yer beğensin, davullar çalsın eğlensin. Aşık çözsün vursun dostlar sözün teline, can dayanmaz tatlı diline. Yumak yumak örülsün dostluk bağları, aşalı o zorlu dağları. Sevdalı türkülerle verip el ele seslenelim yedi düvele. Sevdalı türkülerle verip el ele seslenelim yedi düvele. Der Beitrag der Türkei, Nummer 15 war das. 19 Lieder wollen wir Ihnen anbieten, es bleiben also noch 4. Und da führt uns nun die Reise von der Türkei in den hohen Norden, nämlich nach Finnland. Ein Land, das gerne mitmacht, 23 Mal. Ein Land, das auch nicht so erfolgreich eigentlich beim Grand Prix ist. Die sind schon oft nach Hause gegangen, die Künstler mit ihrem Beitrag, mit sehr wenig Punkten. Kirka heißt der Interpret. Naja, und jetzt dürfen Sie raten, welches Thema hat er sich ausgesucht? Sie haben 100 Punkte, wenn Sie auf Eisenbahn kommen. Das ist nämlich ein Boogie am Bahnsteig, ein Zug, meint er, nach dem anderen fährt ab. Alle verpassen jeden Zug, doch sie machen sich nichts draus, denn sie singen und tanzen gerne am Bahnsteig bei der Eisenbahn. Finnland. Soy mi hermana, es venga el mar. Un yuna oro de tal.
in voi la gentà. Beide Gags, ja amo us, mit höchste Dino Nesta und Gello Gus. Tuonne Max, und Matka, ja, min jatku meidän tunnelma tää. Kirka und seine Freunde aus Finnland und Boogie am Bahnsteig. Es gibt ein Land, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Lied anzustimmen, verschiedenen Sprachen. Es ist die Schweiz. Italienisch, Französisch oder Deutsch. In Jerusalem 1979 war es zum letzten Mal ein deutschsprachiges Lied. Jetzt versucht man es wieder. Mit einem Beitrag aus der deutschsprachigen Schweiz. Welche Farbe hat der Sonnenschein? Rainy Day. Nennen sich die jungen Musiker Rose, Frank und Gary. 1981 haben sie sich kennengelernt und meinten, es wird Zeit, dass man eine Gruppe bildet, um kleine, unterhaltsame Schlagerlieder zu singen. Wie man sowas malt, so ein Bild von der Welt. Und wer weiß, wie ein Maler das wohl macht. Farbenfroh und schön, voller Sonnenschein, sah ich jeden Tag. Aber dann in der Nacht, da fiel mir stets die gleiche Frage ein. Welche Farbe hat der Sonnenschein? Welche Farbe hat die Welt? Ist sie blau wie das weite Meer? Wie das hohe Himmelsfeld? Welche Farbe hat der Sonnenschein? Schau die Welt mit offenen Augen an, sonst siehst du die Wunde nicht. Wie malt man das Glück? Einfach zart die Wut. Wie malt man den Schmerz? Welche Farbe hat Krieg? Und wie malt Welche Farbe hat der Sonnenschein? Ein Schlagerlied aus der Schweiz.
Die Reise geht weiter. Zwei Länder bleiben uns noch. Und aus Italien, die Musik signalisiert das schon, kommt ein Topstar der internationalen Musikszene, Alice. Partner ist Franco Battiato. Alice scheint inzwischen mit Partnern gerne zu singen. Es war vor kurzem Stefan Wackershausen bei uns in der Bundesrepublik. Nun Franco Battiato. Dieses Lied kam mit sehr vielen Vorschusslorbeeren hier nach Luxemburg. Sie müssen nun zu Hause bewerten, wie es Ihnen gefällt. Auch hier wieder etwas von der Eisenbahn, und zwar die Züge von Tosseur. Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni per Tosseur. Italien, Alice und Franco Battiato. Wir haben gesungen, die Zeit vergeht unaufhaltsam und immer schneller, doch die Lust steigt, in einem langsamen Tempo weiterzuleben. Sie besangen Tosseur, einen kleinen Grenzort zwischen Tunesien und Algerien. Unsere Reise durch 19 Länder mit 19 neuen Liedern geht zu Ende in Portugal. Maria Guino singt uns ein Lied, vielleicht das anspruchsvollste vom Text. Sie meint, manchmal finde ich in Schweigen die Liebe in deinen Augen. Manchmal finde ich unter den vielen Leuten, die ich kenne, wer ich wirklich bin. Nichts anderes als ein Schrei oder ein Stein. Sie tritt zu Hause in sehr vielen Songlokalen auf, bestreitet ganze Konzerte.
Voilà. Voilà, das waren sie, die 19 Lieder. Now you've heard all the songs and seen all of Europe, or most of it, or at least the most important little details typical and characteristic for each country. For example, the German Autobahn, wo kämen wir dahin ohne die deutsche Autobahn? Or the Belgian pommes frites, qu'est-ce qu'on ferait sans les frites? Merci beaucoup à nos touristes superbes, un groupe de comédiens danseurs de Paris. Et à ce point, j'aimerais aussi dire un grand merci à notre réalisateur ce soir, René Steichen. René, du Bausen am Ü-Wagen, alles klar. And I hope everything is all right, because it's getting real serious now. Jetzt geht's um die Sache, jetzt wird's spannend. Because 19 songs, 19 countries, and of course, 19 juries. And the jury of each country consists of 11 members, just normal people like you and me, Menschen wie du und ich, no professionals. And the maximum of points for their favorite song is 12. Number 2 gets 10 points, and number 3, 8 points. And then it's 7, 6, 5, 4, down to 1 point. So let them add and subtract and multiply and whatever. I want you to forget all about this modern, technical, electronical video perfection. Car nous allons passer les 5 prochaines minutes dans les 50s, quand la télévision était encore toute petite, en noir et blanc, black and white, schwarz-weiß, et handmade, like in our theater of animated drawings. And I wonder if you'll find out how many people are involved. Schauen Sie mal genau hin. Glauben Sie daran, dass da 7 Menschen dahinter stecken? From Prague, the theater of animated drawings. Thank you.
Voilà, c'était un vrai dessin animé. Maintenant, nous avons découvert les membres de ce théâtre formidable de Prague, Theater of Animated Drunks. Et maintenant, j'aimerais vous faire découvrir quelqu'un d'autre qui, lui aussi, normalement, travaille derrière les coulisses de l'Eurovision à Genève. Er hält alle Fäden in Genf zusammen. He keeps everything together in Geneva, and so he will do here tonight. May I introduce to you Mr. Frank Naef, of the European Broadcasting Union, de l'Union Européenne de Radio Diffusion. Er ist unser Schiedsrichter. He is our scrutineer, notre scrutateur, the president of procedure, Mr. President. And he can tell me, interrupt me, correct me, help me. He can do almost everything with me. Frank, please don't. Frank, ça y est, hein? On y va? Ou tu crois que tu dois déjà me stopper pour la première fois? Cher Désiré, en réponse à tes aimables paroles, je t'offre le premier circuit, celui de Suède. Alors on y va. Do you remember Sweden? It's 10 years ago, the big smash hit and winner. It sure was no Waterloo for all, but was the start of their big career. So, we'll start with Sweden now. Hello, Sverige. Grafton, and hello, Luxembourg. Stockholm calling. Here are the results of the Swedish jury. Switzerland, 1 point. Switzerland, 1 point. La Suisse, 1 point. France, 2 points. France, 2 points. France, 2 points. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. Cyprus, 4 points. Cyprus, 4 points. Chypre, 4 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Turkey, 6 points. Turkey, 6 points. Turkey, 6 points. Finland, 7 points. Finland, 7 points. Finland, 7 points. Norway, 8 points. Norway, 8 points. Norvège, 8 points. Spain, 10 points. Spain, 10 points. L'Espagne, 10 points. And finally, Ireland, 12 points. Ireland, 12 points. Irlande, 12 points. And that completes the points of the Swedish jury. Tack and adieu from Stockholm. Tack and thank you very much, Sweden. Le Luxembourg et la France, ce sont des voisins.
aussi sur notre tableau ici ce soir, mais ce sont aussi des voisins ce qui concerne gagner le Grand Prix d'Eurovision de la chanson, car ils ont tous les deux gagné le Grand Prix déjà 5 fois. Ich bin sehr fier, ich bin ganz froh, ich zu sehen, dass seit dem letzten Februar als Luxemburger Spruch mit einem Gesetz ein Nationalspruch genannt und dafür rufen wir los. Luxemburg, guten Abend, Luxemburg. Guten Abend, Désirée. Guten Abend. Ici donc Luxembourg, voici les résultats du vote du jury luxembourgeois. Royaume-Uni, 1 point. Royaume-Uni, 1 point. United Kingdom, 1 point. Pays-Bas, 2 points. Pays-Bas, 2 points. Netherlands, 2 points. Danemark, 3 points. Danemark, 3 points. Denmark, 3 points. Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. Irlande, 5 points. Irlande, 5 points. Ireland, 5 points. Suède, 6 points. Suède, 6 points. Sweden, 6 points. Norvège, 7 points. Norvège, 7 points. Norway, 7 points. Espagne, 8 points. Espagne, 8 points. Spain, 8 points. Italie, 10 points. Italie, 10 points. Italy, 10 points. Belgique, 12 points. Belgique, 12 points. Belgium, 12 points. Et cela termine le vote du jury luxembourgeois. Guten Abend, Luxembourg. Guten Abend, Désirée. C'est la France maintenant. Allô, Paris. Bonsoir Luxembourg, ici Paris. Voici les résultats du jury français. Chypre, 1 point. Chypre, 1 point. Cyprus, 1 point. Yougoslavie, 2 points. Yougoslavie, 2 points. Yugoslavia, 2 points. Irlande, 3 points. Irlande, 3 points. Ireland, 3 points. Allemagne, 4 points. Allemagne, 4 points. Germany, 4 points. Finlande, 5 points. Finlande, 7 points. Finland, 7 points. Suède, non, 5 points. Oh. 3 et 2. Finlande, 5 points. Finland, 5 points. Suède, 6 points. Suède, 6 points. Sweden, 6 points. Pays-Bas, 7 points. Pays-Bas, 7 points. Netherlands, 7 points. Danemark, 8 points. Danemark, 8 points. Denmark, 8 points. Espagne, 10 points. Espagne, 10 points. Spain, 10 points. Belgique, 12 points. Belgique, 12 points. Belgium, 12 points. Ceci termine le vote du jury français. Bonsoir Luxembourg. Bonsoir Paris, on dirait que ça va bien entre la France et la Belgique. Ça va pas mal. Ça va pas mal, hein? Hello Spain. Hello Luxembourg, this is Madrid here with the votes of the Spanish jury. Finland, 1 point. Finland, 1 point. Finland, 1 point. Belgium, 2 points. Belgium, 2 points. Belgique, 2 points. The United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. Sweden, 4 points. Sweden, 4 points. Suède, 4 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Portugal, 5 points. Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. Denmark, 6 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. The Netherlands, 8 points. Netherlands, 8 points. Pays-Bas, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. Irlande, 10 points. And finally, Italy, 12 points. Italy,
12 points. L'Italie, 12 points. That concludes the votes of the Spanish jury. Buenas noches. Buenas noches and olé. So we'll go on with Norway. Hello, Norway. Good evening, Luxembourg. Good evening. Here is Oslo with the results of the Norwegian jury. Italy, 1 point. Italy, 1 point. Italie, 1 point. France, 2 points. France, 2 points. France, 2 points. Belgium, 3 points. Belgium, 3 points. Belgique, 3 points. Ireland, 4 points. Ireland, 4 points. Irlande, 4 points. Finland, 5 points. Finland, 5 points. Finland, 5 points. Spain, 6 points. Spain, 6 points. Espagne, 6 points. Germany, 7 points. Germany, 7 points. Allemagne, 7 points. United Kingdom, 8 points. United Kingdom, 8 points. Royaume-Uni, 8 points. Sweden, 10 points. Sweden, 10 points. And Suède, 10 points. And finally, Denmark, 12 points. Denmark, 12 points. Denmark, 12 points. And this completes the points of the Norwegian jury. I learned something. Tak og adieu, Norway. Tak og adieu yourself, Désirée. Bye-bye. Hello, United Kingdom. Good evening, Luxembourg. BBC London calling. Here are the results of the United Kingdom jury. Netherlands, 1 point. Netherlands, 1 point. Pays-Bas, 1 point. Germany, 2 points. Germany, 2 points. Allemagne, 2 points. Yugoslavia, 3 points. Yugoslavia, 3 points. Yugoslavia, 3 points. Spain, 4 points. Spain, 4 points. Espagne, 4 points. Turkey, 5 points. Turkey, 5 points. Turkey, 5 points. France, 6 points. France, 6 points. France, 6 points. Sweden, 7 points. Sweden, 7 points. Suède, 7 points. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. Irlande, 8 points. Switzerland, 10 points. Switzerland, 10 points. Suisse, 10 points. Denmark, 12 points. Denmark, 12 points. Denmark, 12 points. And that, Désirée, completes the points of the United Kingdom jury. From London, if I may reply in your own language, we wish you good night. Good night, London, and thank you very much. Hello, Cyprus. Hello, Luxembourg. Nicosia calling. Here are the results of the Cyprus jury. Switzerland, 1 point. Switzerland, 1 point. Suisse, 1 point. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. France, 3 points. France, 3 points. France, 3 points. Finland, 4 points. Finland, 4 points. Finland, 4 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Spain, 6 points. Spain, 6 points. Espagne, 6 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. Yugoslavia, 8 points. Yugoslavia, 8 points. Yugoslavia, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. Irlande, 10 points. And finally, Sweden,
12 points. Sweden, 12 points. Suède, 12 points. And that completes the points of the Cyprus jury. Good night, Désirée. Good night, thank you, Cyprus. Est-ce qu'on peut déjà dire qui est-ce qui mène un petit peu là, Franck? Qu'est-ce qu'on a là comme point? C'est... Eh bien, c'est l'Irlande actuellement qui mène. C'est l'Irlande 52 qui... points, voyez. Crah 52 points pour l'Irlande. Alors, on continue avec la Belgique. Allô, la Belgique? Bonsoir, Luxembourg, ici Bruxelles. Voici les résultats du jury belge. Norvège, 1 point. Norvège, 1 point. Norway, 1 point. Royaume-Uni, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. United Kingdom, 2 points. Espagne, 3 points. Espagne, 3 points. Spain, 3 points. Turquie, 4 points. Turquie, 4 points. Turkey, 4 points. La Suisse, 5 points. Suisse, 5 points. Switzerland, 5 points. Allemagne, 6 points. Allemagne, 6 points. Germany, 6 points. La Suède, 7 points. Suède, 7 points. Sweden, 7 points. Danemark, 8 points. Danemark, 8 points. Danemark, 8 points. France, 10 points. France, 10 points. France, 10 points. Et Irlande, 12 points. Ah! L'Irlande, 12 points. Ireland, 12 points. Et ceci termine le vote du jury belge. Bonsoir, Luxembourg. Bonsoir, Bruxelles. Et merci. Alors, voilà, on continue avec le pays qui mène. Hello, Ireland. Hello, Luxembourg, Dublin calling. Here are the results of the Irish jury. Austria, 1 point. Austria, 1 point. Turkey. L'Autriche, 1 point. Turkey, 2 points. Turkey, 2 points. Turkey, 2 points. Norway, 3 points. Norway, 3 points. Norvège, 3 points. Cyprus, 4 points. Cyprus, 4 points. Chypre, 4 points. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Netherlands, 6 points. Netherlands, 6 points. Pays-Bas, 6 points. Spain, 7 points. Spain, 7 points. Espagne, 7 points. United Kingdom, 8 points. United Kingdom, 8 points. Royaume-Uni, 8 points. Denmark, 10 points. Denmark, 10 points. Danemark, 10 points. And Sweden, 12 points. Sweden, 12 points. Suède, 12 points. And that completes the points of the Irish jury. Good night, Luxembourg. Good night, Ireland. Thank you. So, welcome to Denmark. Hello, Denmark. Bonsoir, Luxembourg. Ici Copenhague. Good evening, Luxembourg. Copenhagen calling. Here are the results of the Danish jury. United Kingdom, 1 point. United Kingdom, 1 point. Royaume-Uni, 1 point. Germany, 2 points. Germany, 2 points. Allemagne, 2 points. Ireland, 3 points. Ireland, 3 points. Irlande, 3 points. Austria, 4 points. Austria, 4 points. Autriche, 4 points. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Luxembourg, 5 points. Finland, 6 points. Finland, 6 points. Finlande, 6 points. Spain, 7 points. Spain, 7 points. Espagne, 7 points. Switzerland, 8 points. Switzerland, 8 points. Suisse, 8 points. Cyprus, 10 points. Cyprus, 10 points. Chypre, 10 points. And dear friends, Sweden, 12 points. Sweden, 12 points. Suède, 12 points.
And that completes the points of the Danish jury. Good evening et bonne soirée à tous. Thank you very much. Good evening, Denmark. If I look at this board, you can see that Sweden is the one with the most points, 76 points, la Suède avec 76 points. Alors, on passe aux Pays-Bas. Goedenavond, Nederland. Hello, Luxembourg. Hello. Hilversum calling. Here are the results of the Dutch jury. Turkey, 1 point. Turkey, 1 point. Turkey, 1 point. Spain, 2 points. Spain, 2 points. Espagne, 2 points. Denmark, 3 points. Denmark, 3 points. Denmark, 3 points. United Kingdom, 4 points. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 points. Germany, 5 points. Germany, 5 points. Allemagne, 5 points. Portugal, 6 points. Portugal, 6 points. Portugal, 6 points. Ireland, 7 points. Ireland, 7 points. Irlande, 7 points. Belgium, 8 points. Belgium, 8 points. Belgique, 8 points. Sweden, 10 points. Sweden, 10 points. Suède, 10 points. And France, 12 points. France, 12 points. France, 12 points. And that completes the points of the Dutch jury. Good night, Désirée. Goedenavond, Nederland. Thank you. So it's Yugoslavia now. Hello, Yugoslavia. Hello, Luxembourg. Bonsoir. Bonsoir. Ici Skopje. Voici les résultats du jury yougoslave. Royaume-Uni, 1 point. Royaume-Uni, 1 point. United Kingdom, 1 point. Espagne, 2 points. Espagne, 2 points. Spain, 2 points. Finlande, 3 points. Finlande, 3 points. Finland, 3 points. Suède, 4 points. Excusez-moi, c'est la Suède? Suède, oui. Suède, 4 points. Sweden, 4 points. Pays-Bas, 5 points. Pays-Bas, 5 points. Netherlands, 5 points. Danemark, 6 points. Danemark, 6 points. Denmark, 6 points. Portugal, 7 points. Portugal, 7 points. Portugal, 7 points. Luxembourg, 8 points. Luxembourg, 8 points. Luxembourg, 8 points. Turquie, 10 points. Turquie, 10 points. Turkey, 10 points. Chypre, 12 points. La Chypre, 12 points. Cyprus, 12 points. Et ceci termine le point attribué par le jury yougoslave. Bonsoir. Voilà, la Yougoslavie. Bonsoir. Et maintenant, on passe à l'Autriche. Servus, Wien. Servus, Luxembourg, Vienna calling. Here are the results of the Austrian jury. Germany, 1 point. Ah, Germany, 1 point. Allemagne, 1 point. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. Belgium, 3 points. Belgium, 3 points. Belgique, 3 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Finland, 5 points. Finland, 5 points. Finlande, 5 points. Spain, 6 points. Spain, 6 points. Espagne, 6 points. Italy, 7 points. Italy, 7 points. Italy, 7 points. France, 8 points. France, 8 points. France, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. Irlande, 10 points. And Sweden, 12 points.
And Sweden, 12 points. Suède, 12 points. And that completes the points of the Austrian jury. Gute Nacht. Gute Nacht, Wien, und vielen Dank. Und jetzt gehen wir in die Stadt, in die Hauptstadt des letzten Grand Prix im letzten Jahr, nämlich nach München. Guten Abend, München. Guten Abend, Désirée. Ist das Bier bei euch noch kalt? Ja. Es geht? Gestellt. Gut. Alors ici Munich et voici les résultats du jury allemand. Finlande, un point. Finlande, un point. Finland, one point. Norvège, deux points. Norvège, deux points. Norway, two points. Yougoslavie, trois points. Yougoslavie, trois points. Yugoslavia, three points. Belgique, quatre points. Belgique, quatre points. Belgium, four points. Danemark, cinq points. Danemark, cinq points. Denmark, five points. L'Italie, six points. Italie, six points. Italy, six points. Royaume-Uni, sept points. Royaume-Uni, 7 points. United Kingdom, 7 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Et enfin, la Suède, 12 points. La Suède, 12 points. Sweden, 12 points. Et ceci termine les votes du jury allemand. Gute Nacht nach München und vielen Dank. Das war also nun die Wertung der Bundesrepublik Deutschland. Schweden führt mit 114 Punkten. Aber da kann sich immer noch viel verändern. Da ist schon noch Luft darin, dass jemand vielleicht aufholt. Schweden 1, Irland 2 und dann Dänemark. United Kingdom, 1 point. Royaume-Uni, 1 point. Denmark, 2 points. Denmark, 2 points. Danemark, 2 points. Sweden, 3 points. Sweden, 3 points. Suède, 3 points. Luxembourg, 4 points. Luxembourg, 4 points. Luxembourg, 4 points. Belgium, 5 points. Belgium, 5 points. Belgique, 5 points. Finland, 6 points. Finland, 6 points. Finlande, 6 points. Italy, 7 points. Italy, 7 points. Italie, 7 points. Yugoslavia, 8 points. Yugoslavia, 8 points. Yugoslavie, 8 points. Ireland, 10 points. Ireland, 10 points. Irlande, 10 points. Spain, 12 points. Spain, 12 points. Espagne, 12 points. And that completes the points of the Turkish jury. Good night. Good night. Thank you. So, it's still Sweden, 117 points. And then it's Ireland with 104 points. So now we'll see if Finland is going to change something. Hello, Finland. Hello, Luxembourg. Helsinki calling. Here are the results of the Finnish jury. Switzerland, 1 point. Switzerland, 1 point. La Suisse, 1 point. Yugoslavia, 2 points. Yugoslavia, 2 points. Yugoslavie, 2 points. Turkey, 3 points. Turkey, 3 points. Turkey, 3 points. United Kingdom, 4 points. United Kingdom, 4 points. Royaume-Uni, 4 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Denmark, 5 points. Norway, 6 points. Norway, 6 points. Norvège, 6 points. Ireland, 7 points. Ireland, 7 points. Irlande, 7 points. Sweden, 8 points. Sweden,
8 points. Suède, 8 points. Belgium, 10 points. Belgium, 10 points. Belgique, 10 points. And Italy, 12 points. And Italy, 12 points. Italy, 12 points. And that completes the points of the Finnish jury. Good night, Luxembourg. Thank you very much, Finland. And, you know, I wanted to tell you, when you live in America and you want to say hello, you just say hi. But if you want to say hi in Switzerland, it's not that easy because you have to say it in four languages. So I have to call them and say bonsoir, buonasera, guten Abend, and buona sera allegra, Switzerland. Bonsoir, Désirée. Bonsoir, Luxembourg. Permettez-moi de ne parler que le français. Sie haben selbst nur 26 Punkte. Et voici les résultats du vote du jury suisse. Danemark, 1 point. Danemark, 1 point. Norvège. Denmark, 1 point. Norvège, 2 points. Norvège, 2 points. Norway, 2 points. Espagne, 3 points. Espagne, 3 points. Spain, 3 points. France, 4 points. France, 4 points. France, 4 points. Pays-Bas, 5 points. Pays-Bas, 5 points. Netherlands, 5 points. Turquie, 6 points. Turquie, 6 points. Turkey, 6 points. Italie, 7 points. Italie, 7 points. Italy, 7 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Portugal, 8 points. Suède, 10 points. Suède, 10 points. Sweden, 10 points. Et Irlande, 12 points. Irlande, 12 points. Ireland, 12 points. Et ceci termine le vote du jury suisse. Bonne fin de soirée à Luxembourg. Merci beaucoup, bonne fin de soirée à vous aussi. Salut Berne. So, maintenant, c'est encore toujours la Suède avec 135 points et l'Irlande en numéro 2 avec 123 points. Oh, il faut dire que ça commence à faire chaud ici dedans. Adesso, andiamo in Italia. Ciao Roma. Bonsoir, Luxembourg, ici Rome. Voici les résultats du jury italien. Belgique, 1 point. Belgique, 1 point. Belgium, 1 point. Allemagne, 2 points. Allemagne, 2 points. Germany, 2 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Suisse, 4 points. Suisse, 4 points. Switzerland, 4 points. Danemark, 5 points. Danemark, 5 points. Denmark, 5 points. Suède, 6 points. Suède, 6 points. Sweden, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. France, 7 points. Espagne, 8 points. Espagne, 8 points. Spain, 8 points. Royaume-Uni, 10 points. Royaume-Uni, 10 points. United Kingdom, 10 points. Irlande, 12 points. L'Irlande, 12 points. Ireland, 12 points. Et ceci termine les points attribués par le jury italien. Bonsoir à tous. Buonasera, Roma, grazie. Ah, ça, c'est toujours très près là. C'est 141 la Suède et 135 l'Irlande. Maintenant, c'est notre dernier pays avec ses points. C'est le Portugal. On va voir si le Portugal va tout changer ou ce qui va se passer. Alors, hello Portugal. Allô Luxembourg. Bonsoir. Bonsoir. Guten Abend. Guten Abend. Lisbonne. Voici les résultats du jury portugais. Danemark, 1 point. Danemark, 1 point. Danemark, 1 point. Irlande, 2 points. Irlande, 2 points. Ireland, 2 points. Finlande, 3 points. Finlande, 3 points. Finland, 3 points.
Suède, 4 points. Suède, 4 points. Sweden, 4 points. Allemagne, 5 points. Allemagne, 5 points. Germany, 5 points. Royaume-Uni, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. United Kingdom, 6 points. France, 7 points. France, 7 points. France, 7 points. France, 7 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. Italy, 8 points. Belgique, 10 points. Belgique, 10 points. Belgium, 10 points. Et Espagne, 12 points. L'Espagne, 12 points. Spain, 12 points. Et ceci termine les points attribués par le jury portugais. Gute Nacht, Luxembourg. Bonne nuit, gute Nacht, Lisboa. So, we have our winner. It's Sweden with 145 points. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben gesiegt. Keiner hat es eigentlich erwartet. Keiner hat geglaubt, dass gerade Schweden Erster wird. Hier noch einmal für Ihre Buchhaltung, aber Sie haben es mitverfolgt. Schweden Erster mit 145 Punkten. Irland 137 Punkte und Spanien 106 Punkte. Dänemark hat 101 und ist auf Platz 4. Die aus der Bundesrepublik, wir haben nur 34 Punkte. Sicherlich ist Mary ein bisschen traurig. Alle glaubten eigentlich, dass sie besser abschneiden würde. Auf die Bühne kommt nun zu uns die Siegerin des Wettbewerbs 1983 in München, Corinne Hermes. Sie hat das Glück, den Preis zu überreichen. Sie hatte ja kein Glück mit ihrem Sieg im letzten Jahr. Manchmal fangen da Lawinen an, Karrieren werden geboren, doch manchmal klappt es auch nicht so, das war bei ihr letztes Jahr. Aber nun reden wir ja von den Siegern in diesem Jahr. Herr Reyes aus Schweden, sind Sie diese jungen Musiker? Pierre, Richard und Louis sind sehr jung. Pierre 25, Richard 19, Louis 17. Sie singen seit 12 Jahren. Haben sich für heute vorgenommen, etwas auf die Beine zu stellen. Ich glaube, Sie haben selbst nicht geglaubt, dass Sie die Sieger werden. Kompositeur, Komposer, Torgny Sönderberg, Chef d'Orchestre Kurt-Erik Holmquist. Ja, Sie stehen fest und erst in einem Jahr wissen wir, wie die Karriere anläuft, wie weit Sie sich in Hitparaden der einzelnen Länder platzieren können. Aber ein Name, den man sich jetzt sicherlich merken muss. Reyes. Sweden. Jetzt ist eine gewisse Unruhe im Saal. Denn man wartet noch auf den Autor und Komponisten. Jetzt kommen sie auf die Bühne. Sie haben es wohl nicht so ganz erwartet. Britt Lindeborg. Und der Komponist Torgny Sönderberg, Söderberg. Umarmung, Blumen. So eine Veranstaltung ist ja sehr gut durchgeplant. Das ist eigentlich der einzige Teil, wo es ein bisschen unruhig wird, wo improvisiert wird. Sie verabschiedet sich schon, Désirée Nosbusch, aber es ist ja noch lange nicht zu Ende, wo sie uns im Moment auch empfangen. Denn jetzt heißt es, noch einmal den Schlager der Schlager anzustimmen. Zwischen traurig und sehr traurig pendeln nun 18 Teams. Aber die Schweden, die lassen sicherlich heute Abend eine größere Menge Champagnerflaschen ins Korken. This program was brought to you by RTL Télévision, le programme français, und RTL Plus, das deutsche Fernsehprogramm von RTL. And I have to tell you, I had so much fun. I hope to see you again next Saturday at the same time. Good night, good night. Et ainsi, nous gagnons de ce soir.
Das 29. Kapitel Grand Prix ist geschrieben. Schweden Sieger mit 145 Punkten. Herreys heißen die drei singenden Brüder mit ihrem Lied Blitz und Donner. Auf einmal ein Wunder und dann kommt der Tag. Oh, welch eine Gelegenheit. Du bist ein Traumbild. Ein Schlagerlied, Umarmung. Ich glaube, jetzt bleibt nicht mehr viel zu sagen. Danke fürs Mitmachen zu Hause und das Team der ARD. Wünscht aus Luxemburg eine schöne, gute Nacht. Sollten Sie ins Bett gehen, träumen Sie schön.